Sherpa, nur 3 Flugstunden von Deutschland entfernt, ist das Tor in eine exotische Welt. Ein Paradies, sagen die Einheimischen, eine perfekte Urlaubswelt meinen Touristen. Während unseres Aufenthalts in Achir besuchen wir die Oase Tsarzis, die von Sherpa nur über den 7 Kilometer langen Römerdamm erreichbar ist. Der Fahrer unseres Mietautos wird uns mit seinen Deutschkenntnissen hilfreich zur Seite stehen. Ah, Kameramann, 10 Meter flach. Das ist viel Wasser. Das Wasser kommt vom Festland, 70 Kilometer auf die Insel. 70 Kilometer nur, das ist Römerdamm. 10 Meter flach. Das ist viel Wasser. Das Wasser kommt vom Festland, 70 Kilometer auf die Insel. Was haben wir im Hotel, die Obelik? Das Wasser, aber nicht zum Trinken. Nur zum Waschen und 10 Meter flach. Die Straße auf dem Römerdamm wird flankiert von mächtigen Pipelines, die Sherpa vom Festland her mit Wasser versorgen. Nach einer Kontrolle der Ausweispapiere dürfen wir die Dammstraße befahren. Auf dem Römerdamm befinden sich links und rechts der Straße Parkplätze, von denen man das ganze Ausmaß des Bauwerkes überschauen kann. Um den Wasseraustausch des geteilten Meeresbeckens zu gewährleisten, wurde ein Durchbruch geschaffen und der Damm mit einer Brücke ersetzt. Der von den Römern errichtete Damm wurde im Laufe der Jahrhunderte mehrmals zerstört und nach dem Zweiten Weltkrieg völlig neu gestaltet. Die Straße auf dem Damm ist heute 10 Meter breit. Wir verlassen den Römerdamm und erreichen das Festland von Tunesien. Die Olivenhaine links und rechts der Straße erregen unsere Aufmerksamkeit. Der Fahrer legt einen Stopp ein und erläutert uns den Werdegang des Olivenanbaus in Tunesien. Seit Jahrhunderten ranken sich Mythen und Geschichten um den Olivenbaum und seinen schmackhaften Früchten. Schon die Römer und Griechen erkannten, dass der Genuss von Oliven Lebensfreude und Gesundheit fördern. Bis in die heutige Zeit hat sich am Wert der Oliven nichts geändert. Immer noch gilt das schmackhafte Öl als besonders wertvoll. Um den Produktionsprozess bei der Herstellung des Olivenöls kennenzulernen, besuchen wir eine Ölmühle bei Tsarzis. Die angelieferten Ölfrüchte werden im Hof gelagert und je nach Bedarf mittels Förderband in eine Halle zu den Mahlpottichen transportiert. Alle werden die Oliven samt den Kernen zu einem Brei zermahlen. Dies geschieht im sogenannten Hollergang, einem Pottich mit großen rotierenden Mühlsteinen. Dadurch wird das Pressgut nicht erhitzt, was besonders die Qualität des Öls beeinflusst. Dieser aus dem Fruchtfleisch und den Kernen bestehende Brei wird nun in dünnen Lagen auf die runden, netzartigen Taschenbehälter verteilt und übereinander gestapelt bei hohem Druck gepresst. Die gefüllten Netze müssen exakt gestapelt werden. Dadurch wird ein gleichmäßiger Druck auf das Pressgut ausgeübt und jeder Tropfen des wertvollen Öls genutzt. Die ausgepressten Rückstände der Oliven werden abtransportiert und auf dem Hof gelagert. Diese museal wirkenden Kompressionspumpen werden mit einem Transmissionsriemen angetrieben und erzeugen den nötigen Druck für die Ölpressen. Dieses Hydrauliksystem entwickelt eine enorme Kraft und setzt mehrere Pressmaschinen gleichzeitig in Bewegung. Das ausgepresste Öl wird ungefiltert in Auffangbehältern gesammelt und der Weiterverarbeitung zugeführt. Dabei kommen Zentrifugen zum Einsatz, die das Öl von lästigen Rückständen und Wasserbestandteilen trennen.
Diese Form der Ölherstellung wird seit Jahrhunderten in Tunesien betrieben. Kein anderes Nahrungsmittel verbindet kulinarische und gesundheitliche Aspekte so ideal wie das grüne Gold Tunesiens. Die Rückstände der ausgepressten Oliven werden im Hof gesammelt und als Brennmaterial weiterverkauft. Wir fahren weiter in die Oase Tsartsis. Auch in Tsartsis gehört das Marktgeschehen zum Alltag. Der Besuch eines orientalischen Marktes ist für uns immer wieder ein großes Erlebnis. Während des Rundgangs über den Markt kann man das Feilschen und Handeln der Marktbesucher und das Treiben an den Verkaufsständen gut beobachten. Vor uns ein Platz mit unzähligen Wühltischen, die dicht aneinandergereiht mit Textilien gefüllt sind. Die riesigen Berge von Blusen, Jeans, Röcken und Unterwäsche stammt aus weltweiten Kleidersammlungen, die über Zwischenhändler auf die Märkte gelangen. Die Qualität der gebrauchten Kleidungsstücke ist nicht hochwertig, dafür kosten die meisten nur wenige Dinar. Unweit des weitläufigen Areals der Textilhändler befindet sich der große Obst- und Gemüsemarkt. Hier haben die Händler und Bauern der Umgebung ihre Marktstände aufgebaut und handeln mit allen Grundnahrungsmitteln des täglichen Bedarfs. Bei den Gewürzen fallen die getrockneten Peperoni auf, die an langen Gestellen vor den Verkaufsständen ausgestellt sind. Davor liegen frischer Ingwer, Muskatnüsse und Ginsengwurzeln. Die aus tunesischer Ernte stammenden Apfelsinen sind besonders schmackhaft und saftig. Das Fenchelgemüse, das in großen Mengen mit LKWs herangekarrt wird, scheint besonders beliebt für die heimische Küche zu sein. Vom echten Fenchel gibt es drei Arten. Dieser Knollen- oder Zwiebelfenchel ist besonders als Gemüsebeilage geeignet. Der Farbenreichtum, die exotischen Düfte und das bunte Treiben an den Verkaufsständen locken auch zahlreiche Touristen an. Viele Bazarhändler haben sich deshalb auf den Verkauf von Reiseandenken spezialisiert. Zahlreichen Luxushotels der Oase, die jährlich tausende Feriengäste anlocken, haben Tsartsis zum südlichsten Badeort Tunesiens gemacht.